Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Titan Souls. Ja, wir sind wieder da. Ach cool, wir können sogar schwimmen. In der ersten Folge haben wir wohl so mehr oder weniger das Tutorial durchgespielt. Also nehme ich mal an, dass es das Tutorial sein sollte. Auch wenn das schon herausfordernd war. Jetzt sind wir in ein neues Areal gekommen, ziemlich freiflächiges. Und ich habe keine Ahnung, was wir als nächstes machen müssen. Gibt es hier weitere Dungeons? Wo müssen wir hin? Ah, hier ist was. Schauen wir uns das doch mal an. Wo führt uns dieser Weg hin? Zu einer großen Höhle. Zu einer ziemlich großen Höhle. In eine dunkle Höhle. Aber das Artdesign gefällt mir irgendwie auch. In eine eisige Höhle. Höhe. Oh, das geht nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nicht noch so kleinere Gegner unterwegs zu finden sind. Andererseits. Okay, wir haben wieder einen Checkpoint. Hier gibt es diesmal scheinbar drei Level. Oh lol, wenn man einmal eine Treppe runterrollt, rollt man komplett runter, alles klar. Kann ich hier hochklettern? Nice. So, dann komm, ab in die erste Höhle. Was erwartet uns hier? Da sehe ich Fischgräten. Da sehe ich einen Yeti. Yo Yeti, what up? Mate? What the fuck? Alles klar. Haha! Johnny ist klar! Leck's mir am Arsch! Wie geht der denn ab? Der geht ja ab wie Schmidts Katze. Zu ungeduldig. Ich will ihn immer schnell erledigen. Und da ist mein Fehler. So, come at me, Bro. Diesmal aber. Und ich kann ihn nicht erwischen, wenn er rollt. Das hier ist so ein richtiges Try-and-Error-Spiel. Vielleicht muss ich auch geduldiger sein wie bei Dark Souls und erstmal die Angriffsmuster analysieren. So, erstmal kommen hier solche Bälle angeschossen. Dann kommt der angerollt. Dann kommt er nochmal angerollt. Kommen weitere Eiszapfen. Okay, sobald mich mehrere von den Eisblöcken, Schneebällen treffen, bin ich auch tot. Okay. Death Counter Rising. Nur treffen werden. Ha, sein Angriff. Oder muss ich ihn am Arsch treffen? Weil er so ein Pavian-Arsch hat. Aber das ist ja noch schwieriger.
Aber der hat auf jeden Fall auch den Modus They See Me Rolling, They Hate ihn drauf, ey. Okay, okay, okay. Ja, ist ja gut. Chill mal. Ha! Ich hab doch Rollen gedrückt! Mann! Scheiße! Nee, das wollte ich nicht. Okay, ich darf die Wand nicht berühren. Gott, ey. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach erstmal zu einem anderen Gegner laufen, aber... Nö. Ich will ja jetzt nicht gleich aufgeben, ne. Was? Ich glaube, ich muss ihn echt am Arsch treffen. Wie soll ich das denn machen? Das macht die Sache natürlich nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Ich kann halt nichts außer laufen, rollen und schießen. Goddammit! Nach seinem dritten Roll muss ich dann also schnell irgendwie hinter ihn kommen. Während er seine drei Weltbälle da wirft oder vier. Oder kann ich das jetzt schon direkt... Okay, nein, kann ich nicht. Nein, come on, ich war doch hinter ihm. Warum hast du denn diesmal nicht geworfen? Ah, Alter. Noch frustet mich das Spiel überhaupt nicht. Bevor ihr jetzt fragt, warum ich das nicht mit Krischi so im Koop spiele, wieder mit jedem nach jedem Death abwechseln. Dafür ist dieses Spiel, glaube ich, einfach nicht ausgelegt. Wow! Ah. Okay, damit schießt er auch. Ey. Oh, come on. Come on. Yeti, I challenge you. Ich habe gerollt! Mann! Ha! Ich stell mich aber auch noobig an. Aber ich glaube, hier ist das Erfolgserlebnis auch richtig groß, wenn man gegen einen gewinnt. Mehr rollen, der wirft viel zu schnell hintereinander und ich roll zu langsam. Wie soll man das machen? Ich check's nicht. Wow, ich treffe ihn nicht. Ich roll gegen so einen Kack-Eiszapfen. So, komm, jetzt reicht's mir. Jetzt gehe ich doch zu einem anderen hin. Ah, mir juckt der Rücken. Eine Sekunde. Lass mich kurz kratzen. Jetzt schauen wir nochmal eine Etage weiter nach oben.
Hallo? Ist hier wer? Oh, Schnee. Hier ist noch eine Höhle. So, was erwartet mich hier? Ha? Huh? Come at me, bro. The fuck ist das? Ich glaube, hier komme ich erst später weiter. Würde ich mal so ganz vage behaupten. Hier ist dann erstmal nichts weiter. Lol, das Rollen hinterlässt sogar Spuren. Wie cool ist das denn? Aber sonst ist hier erstmal nichts. Also doch erstmal nur der Yeti. Das könnte gegebenenfalls schneller gehen, als die Wand da immer hochzuklettern. Hier geht's auch erstmal nicht weiter. Mann! Na dann, come at me, Yeti. Den machen wir platt. Komm. Das war eine dumme Idee. Ich darf nicht in so eine kleine Ecke reingehen. Großer Fehler. Aber ich weiß noch nicht, wie ich an seinen Arsch rankommen soll. Nee, nee, nee! Ist heavy. Ich bin doch weggerollt. Mann. Aggression incoming. Landet natürlich genau da, wo ich stehen bleibe, einer. Es ist doch ätzend. Mann, in dieser Folge haben wir noch nichts geschissen bekommen. Das ärgert mich. Sein Angriffsmuster noch? Nein! So knapp am Arsch vorbei! Oh, warte mal, ich habe einen Pfeil nicht, ne? Nein! Mann! Der war eben gerade so knapp an seinem Arsch vorbei. Finde ich übrigens witzig, dass man neben den Arsch wegballern muss. So mal ganz nebenbei bemerkt. Mensch, da machen sie mir die Folgenbenennung nicht einfach. Get that booty oder they see me rolling, they hate him. Ne, warte mal, das ist ganz schlecht jetzt gerade.
Warum gehe ich denn in diese kleine Ecke rein? Warum mache ich sowas? Auch echt kein großes Angriffsfenster, ey. Der hat mich doch nicht mal erwischt. Come on jetzt. Das frustriert mich gerade, dass ich hier gegen den so verkacke. Nein, warum gehe ich denn jetzt schon wieder in die Ecke rein? Warum gehe ich immer in die engen Ecken? Ich bin doch bescheuert. Ja, warte mal, warte mal. Ich dachte, ich hab meinen scheiß Pfeil nicht. Ich dachte, ich hab den Kackpfeil nicht. Macht's Sinn, mehr in der Mitte zu bleiben? So knapp am Arsch schon wieder vorbei. Ach, come on! Ich kämpfe seit einer Viertelstunde gegen den. Warum vergesse ich jedes Mal seine scheiß Attacken? Ich bin doch bedeppert, ey. Schon wieder habe ich es vergessen. Warum? Warum mache ich das? Ey, ich bin doch... Aber ich weiß auch nicht, wie ich hinter ihn kommen soll. Macht es Sinn, ihn zu verfolgen, wenn er an mir vorbeigerollt ist? Der Typ ist heavy, ey. Aber der ist doch zu schnell, wenn er rollt. Ich habe noch kein Mittel gegen den gefunden, ey. Dicht dranbleiben bringt überhaupt nichts. Dicht dranbleiben bringt überhaupt nichts. Oh, come on! Da will man mal nur was ausprobieren, ob es was bringt, gegen die Eisblöcke zu schießen. Dass sie da irgendwie abprallen, die Pfeile oder sowas. Und da wird man wieder von einem von oben erwischt, Mama.
Liebe Leute, ich werde jetzt hier einen Cut setzen. Das war eine absolute Fail-Folge. Ich danke euch trotzdem vielmals fürs Zusehen und ich würde behaupten, wir versuchen in der nächsten Folge weiter den Yeti zu legen. Haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao!